Freunde, kurz mal Film, Boss, kurz meine Freunde, Geschäftszeit von Bushido ist am Ende, Mann. Sein Tabak will wohl keiner mehr haben, Mann. Ja gut, Bushido, ist aber selbst dran schuld, Mann. Machst keine Werbung für deinen Tabak, hast ihn irgendwann mal gestartet, machst kaum neue Sorten. Und jetzt natürlich macht sich unser guter alter Flitzmeister darüber lustig, weil er es geahnt hat, Mann. Du hast alles nur für Geld, Mann. Du steckst mir keine Leidenschaft mehr dahinter. Und dann postet natürlich der gute Fliese auch ein Bild vom Tabakladen, wo es natürlich auch aus dem Sortiment genommen wird. Wer will denn 31er Tabak rauchen? Dann hast du ja die 31er DNA in deinem Mund, Digga. Schön rauchen 31er Tabak. Sowas geht gar nicht, Mann. Deshalb, Leute, wenn ihr den Unit haben wollt, kauft ihn, verbrennt den oder so. Und zeigt ihm Mr. Sushido, dass er am Ende ist, Mann. Kanada wartet auf dich, Sushido. Hä? Musik gefloppt, Tabak gefloppt. Digga. Deine komischen Flohmarkt-Alben kaufen auch noch deine Hardcore-Fans. Aber keine Ahnung, wenn die schlau sind, alle Hardcore-Fans. Nimmt die alle, verbrennt sie, fertig. Habt ihr gutes Zündfeuer und fertig, Mann. Von eurer Legende ist nichts mehr übrig. Er ist nur noch ein 31er Sony-Weg-Schauspieler, der sich alles rausredet. Und bald kommt seine Biografie. Die Wahrheit, verdammt nochmal, Sushido, ne? Der allein, dass du sagst, dass das erste Buch gelogen war, ist schon eine Beleidigung für jeden Fan. Aber egal, man will ja nichts sagen, Mann. Alles gelogen, von anderen Leuten geschrieben. Einfach eine Legacy nur aus Fake, meine Freunde. Ganz, ganz traurig. Okay, meine Freunde, das war's wieder für nur ein Boss. Abonniert gleich, ich frisst meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.